2, klar zur Landung in Andockstation 9. Roger, initiiere Landeanflug. Höllentor, Andockstation 9. Ich sag Ihnen ständig, Sie sollen keine Soldaten mehr schicken. Und was schicken Sie? Lauter Soldaten. Signalexpertin. Ja, das ist für mich eins wie das andere. Wissen Sie, auf Pandora sind Sie darüber hinaus Dr. Harpers Problem. Wenn Sie ihn enttäuschen, dann wird es zu meinem Problem. Also gebe ich Ihnen einen guten Rat. Bauen Sie keinen Mist. Kapiert. Vergessen Sie Ihre Träume vom Urlaub in den Tropen. Machen Sie auf Cowboy wie die anderen Soldaten, dann sind Sie in spätestens 2 Wochen tot. Ich kann Ihnen versprechen, das hier ist die rauste Welt, die Sie je gesehen haben. Wenn Sie aber aufgeschlossen bleiben, werden Sie auf unvorstellbare Art und Weise belohnt. Zu Hause, Leute. Höllentor. Ich bin Offizier Midori. Keine Förmlichkeiten. Nennen Sie mich einfach Kendra. Ich bin an diesem schönen und gefährlichen Ort für Einweisungen zuständig. Wer von Ihnen ist Ryder? Das bin ich. Okay, Sie bleiben hier. Alle anderen gehen Sie an Bord. Der Shuttle bringt Sie zum Hauptkomplex. Kommandant Falco konnte Ihre Ankunft gar nicht erwarten. Falco? Seinetwegen sind Sie hier. Das soll er Ihnen selbst erklären. Doch zuerst erfahren Sie den neuesten Stand. 5 Jahre Schlaf im All und auf einmal wird's hektisch. Während Ihres Kälteschlafs hat sich viel getan. Nicht alles davon ist gut. Nach dem lauten Teil sehen wir mal nach Ihrem Avatar. Dr. Monroe sollte ihn fertig haben. Sind Sie bereit? Machen Sie Witze? Seit 5 Jahren träume ich von nichts anderem. Genießen Sie Dr. Monroe besser mit Vorsicht. Er hält die Avatare für seine persönlichen Versuchskaninchen. Ach, wenn das nicht die Signalexpertin ist. Es wird auch Zeit, dass Sie kommen. Es ist gerade mal Ihr erster Tag und Sie sind schon spät dran. Gehen Sie zu Ihrem Verbindungsbett. Ich stecke Sie in Ihren Avatar. Mal sehen, ob Sie den Preis wert waren, den es gekostet hat, Sie hierher zu holen. Hopp, hopp, wir bezahlen Sie nicht nach Stunden. Freut mich auch, Sie kennenzulernen. Ich bin der leitende Wissenschaftsoffizier Victor Monroe. Bloß weil eine DNA-Übereinstimmung in einem von 1 Milliarde Fällen vorkommt, können Sie hier noch lange nicht die Prinzessin auf der Erbse spielen. Los, hüpfen Sie ins Verbindungsbett. Das wird jetzt etwas merkwürdig werden. Schön langsam. Sie sind vielleicht etwas unorientiert. Sieht gut aus, Ryder. Sie machen sich gut. Ist wie Wolke 7. Alles normal. Ihre Werte sind okay. Langsam, Ryder. Sie machen das gut. Oh, keine Sorge, Ryder. Das ist normal. Setzen Sie sich und wir schicken Sie zurück. Glaubst du, die Navi werden sich weiterentwickeln? Sie können das ziemlich gut. Mit meiner Hilfe werden Sie bald zu den Besten gehören. Sie sind ein ausgezeichnetes Exemplar, Ryder. Gehen Sie jetzt. Offizier Midori wartet auf Sie. Kommandant Falco erwartet Sie bereits. Er brennt darauf, Sie kennenzulernen. Sonst hält er sich von Avataren fern. Er hasst sie. Die Leute haben etwas gegen Avatare? Wie ich schon sagte, hier ist mehr im Busch, als Sie ahnen. Legen Sie sich besser nicht mit ihm an. Mit dem Fahrstuhl kommen Sie zu Falco. Viel Glück, Ryder. Okay, danke. Sie gehen jetzt zu Falco. Nehmen Sie den Fahrstuhl in die Kommandozentrale. Ryder, ich kann kaum glauben, dass Sie endlich hier sind. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass ich Ihre Dienstpapiere bewilligt habe. Melde mich zum Dienst, Sir. Lassen Sie die Formalitäten stecken. Ich habe hier eine Angelegenheit größter Dringlichkeit. Jemand aus dem Avatar-Programm gibt streng geheime Infos an den ansässigen Navi-Clan weiter.
Wenn herauskommt, was wir planen, könnten wir einen ausgewachsenen Aufstand der Einheimischen am Hals haben. Was genau planen wir denn? Das werden Sie noch früh genug erfahren. Ich habe darum gekämpft, Sie herzuholen. Ihre Fähigkeiten als Kryptologe werden auf diesem Planeten ziemlich unterschätzt. Spielen Sie Ihre Karten gut aus, werden Sie es weit bringen. Bauen Sie Mist, wird der Planet Sie wie ein Stück Dreck ausspucken. Ich werde mein Bestes geben. Zurzeit ist es Ihre Aufgabe, den Spion zu finden. Sammeln Sie Ihre Ausrüstung und nehmen Sie einen Flug zur Lagunenbasis. Zeit, den vollen Einsatz zu zeigen. Willkommen im Park, Ma'am. Im Park? Ja, die blaue Lagune. Wir haben das ganze Gebiet umzäunt, ein großes Stück von Pandoras Wildnis. Sie wollen den Planeten sehen? Das ist der sicherste Ort dafür. Wie sollen wir den Planeten hinter einem Zaun ansehen? Ehrlich, außerhalb des Zauns ist das nicht sicher, okay? So ein Kerl verlor seinen Arm an eine Pflanze. An Unkraut, verdammt. Im Ernst? Absolut. Offizier Midori erwartet Sie am Haupttor. Ryder, gerade rechtzeitig. Unsere Truppen hängen am Zaun fest und berichten, dass Natterwölfe sie anfallen. Natterwölfe? Sie werden's lieben, schon mal geschossen? Oh. Gut, steigen Sie auf das Haupttor und geben Sie den Truppen Feuerschutz. Nicht schlecht für eine Signalexpertin. Danke. Es ist noch nicht vorbei. Einer der Männer hängt immer noch im Zaun. Nehmen Sie einen Buggy und helfen Sie ihm. Der Junge heißt Dalton und ist ziemlich verängstigt. Was hat ihn so erschreckt? Sie werden's rausfinden. Ein Glück, dass Sie da sind. Hier ist alles voller Hunde. Ich musste hier rein, um sie loszuwerden. Hilfe! Ich kann hier ohne Funkpeilung nicht weg. Die Natterwölfe sind überall. Die Mission hat höchste Priorität von Falco. Wir sollen Navi-Aktivität aufspüren, aber es geht einfach nicht. Beruhigen Sie sich. Was brauchen Sie? Ich brauche ein Signal, aber ich habe das noch nie gemacht. Okay, schaffen Sie es heil zur Basis zurück. Ich werde die Peilung für Sie vornehmen. Im Ernst? Oh Mann, Sie sind meine Rettung. Sie müssen ein paar Meilen nach Nordosten gehen. Da ist es. Sie müssen das Signal auf das Dorf der Navi ausrichten. Das Hauptquartier wird es zurückverfolgen. Henry ist in der vorgeschobenen Basis. Fahren Sie mit einem Gatorenfluss aufwärts, um Sie zu treffen. Kensington hat mich angefunkt. Er war ziemlich beeindruckt von Ihnen. Diesen Mann beeindruckt sonst nichts. Bei Feuergefechten sind sie ziemlich gut. Ich möchte, dass sie sich bei Dalton melden. Am Zaun gibt es jetzt noch mehr Probleme. Dalton? War das nicht der Typ, der im Zaun festhing? Genau der. Gehen Sie zum Zaun und sehen Sie nach, was da los ist. Hey, Ryder. Anscheinend gibt es immer Ärger, wenn wir uns sehen. Wir haben Lücken im Zaun. Und eine Lücke kann nur eins bedeuten. Natterwölfe. Genau. Ich überprüfe den Nordzaun. Gehen Sie zum Südzaun und überprüfen Sie die Schallimpulse. Die sollten eigentlich die Tiere abwehren. Nur, dass Sie jetzt aus irgendeinem Grund die Tiere anziehen. Sie müssen das wieder in Ordnung bringen. Finden Sie die Lücken im Zaun und kehren Sie das Impulssignal um. Die Natterwölfe dürfen nicht durch den Zaun kommen. Alle Schallimpulse sind repariert. Keine Natterwölfe mehr. Gut. Sie sollen zu Offizier Midori kommen. Falco ist informiert, dass Sie mir geholfen haben, den Scan auf das Navi-Dorf einzustellen. Ich wollte Ihnen nicht die Lorbeeren stehlen. Vielen Dank. Gern geschehen. Er sagt, Sie sollen den Himmel beobachten. Er schickt ein Drachenschiff, um den Scan zu aktivieren. Also, Augen auf. Klinken Sie sich in der Verbindungskammer bei Ihrem Avatar ein. Das jagt mir immer wieder Angst ein. Schauen Sie doch selbst, Sie sind winzig. Wenn Sie meinen, hören Sie, schauen Sie bei Dr. Harper und seinem Avatar-Team vorbei. Harper ist der Chef des Avatar-Programms hier draußen und ein kluger Mann. Sie werden ihn mögen. Dr. Harper, nehme ich an. Sie müssen Ryder sein. Legen wir gleich los. Mit der Tür ins Haus, hä? Entschuldigen Sie, heute geht es wieder drunter und drüber. Ich bin mir sicher, dass wir die besten Freunde werden. Oder die ärgsten Feinde. Ich bin nicht hier, um mir Feinde zu machen. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Helfen Sie jetzt meinen Kollegen. Sie da, hören Sie zu, Grünschnabel. Besorgen Sie mir ein paar Pflanzenproben. Sie haben doch keine Angst vor fleischfressenden Pflanzen, oder? Was macht eine mehr oder weniger unter Freunden schon aus? Wir sind keine Freunde und Sie sollten lieber schnell lernen, dass niemand in der RDA Ihr Freund ist. Wenn Sie das kapieren, überleben Sie diesen Felsen hier vielleicht. Okay. Besorgen Sie mir einfach Proben eines Kelchs und einer Skorpiondistel und wir werden gut miteinander auskommen. Das haben Sie gut gemacht, Ryder. Ich hatte meine Zweifel, aber anscheinend sind Sie doch ganz in Ordnung. Danke.
Ich bin Tanjala. Ich habe dich erwartet. Heute musst du helfen, die von Krankheit befallenen Tiere von den Herden zu entfernen. Das Himmelsvolk macht unsere Tiere krank. Wo hast du Deutsch gelernt? René Harper lehrt uns seit vielen Jahren eure Worte. Er ist ein guter Lehrer. Er sagt, dass du hilfst. Geh, nimm ein Pali und suche die infizierte Herde. Du musst die kranken Tiere töten. Gut, Ziel erfasst. Luftschlag unterwegs, zurückweichen, Ende. Kommandant Falco, was machen Sie hier? Der Plan wurde geändert. Folgen Sie Tanjala. Er ist die Verbindung zum Spion und ich will diesen Spion sofort. Was zum Henker ist hier los? Den Navi lege ich ein für alle Mal das Handwerk. Der Spion ist dabei unser Ansatzpunkt. Folgen Sie Tanjala und er wird Sie direkt zu ihm führen. Kommandant? Was gibt's denn? Es ist Dr. Harper. Ich sehe ihn gerade mit Tanjala. Dieser Scheißkerl Harper? Alles klar, wir laden jetzt einen Skorpion. Ziehen Sie los und lassen Sie Harper nicht entkommen. Sie sind's. Sie sind der Spion. Deshalb sind Sie also hier? Finde den Spion. Es ist vollbracht. Ich bin der Spion. Sehr gut, Ryder. Hier riecht es nach Beförderung. Ist Ihnen denn klar, was Sie da tun? Überlegen Sie lieber, was Sie tun. Kommt Ihnen das hier bekannt vor? Augenblick, das... Ja, hier lebten seinerzeit die Navi. Doch dann kamen Sie. Ich? Das war ich nicht. Alle wissen darüber Bescheid. Die Signalexpertin hat das Ziel lokalisiert. Was dachten Sie, was Sie da tun? Man sagte mir, Sie wollten... Oh Gott... Sie sind benutzt worden, Ryder. Falco und die RDA sind erledigt. Das ist nur eine Zeitfrage. Ich gehöre jetzt zu den Navi. Geben Sie auf, Harper. Seien Sie vernünftig. Die Navi brauchen Sie. Jetzt oder nie. Wir zwei Avatare gegen diese Jungs. Das schaffen wir. Tun wir es auf der Stelle, jetzt und hier. Zu spät, Ryder. Ich befehle Ihnen, Harper zu erschießen. Los, los. Es ist noch nicht vorbei. Ryder, noch lange nicht. Wir müssen sofort los. Holen Sie Ihr Direhorse. Ernst gemacht. Die RDA macht nun mal keine halben Sachen. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Die Langstreckenraketen werden den gesamten Sektor grillen. Haben Ihre neuen Freunde nichts Besseres als Pfeil und Bogen? Sie verteidigen ihre Heimat. Das sind die einzigen Waffen, die sie brauchen. Prima, gute Wahl, Ryder. Immer schön den Unterlegenen helfen. Wir haben keine Zeit. Wenn Falco die Stecker unserer Verbindungskammern zieht, ist es aus mit uns. Tanjala und ich werden einen Stoßtrupp leiten, um die Kammern sicherzustellen. Ich komme mit Ihnen. Nein, Sie würden uns nur aufhalten. Wir werden auf den Banshee fliegen. Diese Fähigkeit müssen Sie erst von Beidamo lernen. Er ist der mächtigste Krieger der Tipani. Aber seien Sie gewarnt, Beidamo empfängt Fremde nicht gerade mit offenen Armen. Wie bitte? Ich habe gerade mein eigenes Volk verraten, um hier zu sein. Dann wird er Sie erst recht nicht mögen. Er hasst Verräter. Suchen Sie Marali auf. Sie ist bei Damos Partnerin. Sie wird wissen, was zu tun ist. Traumwandlerin, René Harper erzählt Gutes über dich. Aber ich fürchte, Beidamo wird sich nicht freuen, dich zu sehen. Beidamo, ich muss mit ihm über eine Ikran sprechen. Dann musst du ihm ein Zeichen deines Respekts darbringen. Suche seltenes Feuerkraut. Nur dann wird Beidamo mit dir sprechen. We'll be right back.
Was soll das? Versuchst du dir mein Vertrauen mit dieser Gabe zu erkaufen? Du magst die Blumen nicht. Ha, Tatut! Du sollst dein eigenes Volk betrogen haben, um hier zu sein. Wie schnell wirst du uns betrügen? Eine Gabe allein genügt nicht, mein Vertrauen zu gewinnen. Dein Volk greift uns mit brennenden Speeren an. Mit Raketen, wie du sie nennst. Wie Feiglinge werft ihr sie aus der Ferne. Sie werden vom Himmelsturm gelenkt. Du musst den Turm zerstören. Finde Merali. Sie leitet den Angriff. Die RDA hat Sprengstoff zurückgelassen. Wenn ich mehr davon finde, kann ich die beiden Türme ausschalten. So handeln nur Feiglinge. Ihr Menschen kämpft unehrenhaft. Geh, zerstöre die Türme, wie immer du es wünschst. Bedamo wollte die Blumen nicht. Die gleichen Blumen waren sein erstes Geschenk für mich. Er würde es nicht zeigen, aber er weiß jetzt, dass du meinen Segen hast. Wir müssen den Himmelsturm zerstören und diese, wie nennst du sie, Splitter finden. Wirst du uns helfen? Diese Kisten sind Sprengstoff, verstehst du? Bum, bum! Ja, wir nennen ihn Xangangang. Wir werden aus Stein Feuer machen. Die Raketen haben aufgehört. Aber eine kleine Tat macht aus dir noch keine Verbündete, Tatut. Du musst klettern. Finde die Ikra-Nester. Die, die du Banshee nennst. Ich warte dort auf dich. Eine Mitfahrgelegenheit gibt's also nicht. Ein wahrer Navi klettert zu seiner Ikran. Du musst dich bewähren. Nur Feiglinge klettern nicht. Noch? Deine Ikran ist geschickt. Ihre Freunde werden sie auslachen, weil sie sich an eine solche Närrin gebunden hat. Deine Leute bauen Maschinen hoch in den Felsen. Die Maschinen sollen Pandora studieren. Die Maschinen bespitzeln uns, holen Feuer aus dem Himmel. Wir müssen sie zerstören. Bist du verrückt? Das wird ein Gemetzel. Mit uns als Opfern. Ich habe keine Zeit für dein Gerede. Komm, wir greifen an. Du hattest Erfolg, wo viele gescheitert sind. Mach keinen Fehler. Das heißt nicht, dass ich dir traue. René Harper bringt deine Traumkammer. Finde ihn. Ich kann dich nicht mehr gebrauchen, Mensch. Mensch? Beim letzten Blick in den Spiegel war meine Haut blau. Nur der Geist zählt. Dein Geist ist menschlich. Du wirst nie eine von uns sein. Geh! Mist, die RDA hat Drachen geschickt. Von oben kann man sie beschädigen, aber von hier unten werden wir nichts ausrichten können. Lassen Sie sich was einfallen.
Vertreibt sie doch! Verfang! Atme. Willkommen, Traumwandlerin. Was ist denn los? Wer bist du? Ich bin Zahik Zenume, spirituelle Führerin Navi Tipanis. Du bist sicher. Harper? Rene Harper konnte nicht gerettet werden. Ich verstehe nicht. Dein Menschenkörper ist tot. Du bist Navi jetzt. Sie wird niemals Navi sein. Sie wurde dem Himmelsvolk geboren und wird immer zum Himmelsvolk gehören. Es ist vollbracht, Beidamo. Wir können ihnen nicht trauen. Genug. Lasst uns nicht mehr darüber sprechen. Ah, wir müssen wichtige Dinge erledigen. Die Menschen wollen Iva kontrollieren. Der, der sich Falco nennt, sucht nach einem Vitraya Ramunong, einem seit langem vergessenen Seelenbrunnen. Seelenbrunnen? Eine uralte Weide, mit der die Verbindung zu Ivas gesamter Schöpfung möglich ist. Durch sie sprechen die Navi mit Iva. Dein Falco hat Wege gefunden, dies zu tun. Er will die alte Stätte kontrollieren. Moment mal, du meinst, wer diesen Ort kontrolliert, kontrolliert den gesamten Planeten? Sprich mit Tanjala. Und vergiss nicht, du musst helfen, den stillgelegten Seelenbrunnen vor Falco zu finden. Wir müssen Lungore im Svotulu finden. Nur er kann uns helfen. Die Menschen dürfen den schlafenden Seelenbrunnen nicht finden. Alles klar. Falls Falco ihn vor uns findet, ist es aus. René Harper warnte uns vor Falco. Wir werden auf den Ikran reiten, sobald du bereit bist. Hol deine Ikran. Wir reiten zusammen zum Svotulu. Ikran? Banshee, in deiner Sprache. Ach, du musst noch vieles lernen. Der Svotulu ist dunkel. Sie sind doch da. Himmelsvolk hat früher nur gegraben. Jetzt greift Himmelsvolk Dörfer an. Warum greift es Dörfer an? Wenn wir uns verteidigen müssen, können wir die stillgelegte Stätte nicht suchen. Finde den Schamanen. Er zeigt dir den Weg. Geh zum Dorfvorsteher. Er wird dich zum Schamanen führen. Ich gehe das Himmelsvolk überwachen. Kiewame. Kapnetto! Ja doch, ja. Yono hablo Navi. Ich suche Lungore. Lungore gehen. Drei Lager. Du folgen. Du verstehen? Lungore, ihr Versuch und Tod der Navi zu stoppen. Drei Lager. Du folgen. Ke, geh. Suche Lungore. Drei Lager. Geh. Viele Tote. Viel Leid. Lungore nicht finden. Ich muss Lungore finden, oder es werden noch mehr von deinem Volk sterben. Lungore, vielleicht erlebt. Wir suchen Maschinen. Maschinen, die Steine aus Boden von Svotulu reißen. Meinst du Planierraupen? Und Lungore will sie aufhalten? Srane, mit Junipai. Du sie in der Nähe von Planierraupen finden. Du helfen zerstören. Geh. Ich suche also Lungore oder Junipai. Alles klar. Du bist verletzt. Bist du Junipai? Ich kann dir helfen. Hör zu, ich muss Lungore finden. Du bringst Böses über uns. Ich sollte dich selbst mit meinem Speer aufspießen. Falls du Ehre besitzt, hilfst du, die Dämonenmaschinen zu zerstören. Nur so findest du Lungore. Also gut. Doch kein Krieger kommt an sie heran. Menschenwaffen töten alle, die es versuchen. Du bist dran. Scheiterst du, bringt mich dein Tod zum Lächeln. Nichts weiter. Okay, geh. Die Navi müssen befreit werden. Viele von meiner Sippe wurden von Menschen fortgebracht. Befreie die Gefangenen. Vielleicht ist Lungore bei ihnen. Großartig. Wo ist er? RDA-Basis. Ke, geh. Die Navi müssen befreit werden. Geh zum Außenposten. Befreie die Unsrigen. Du befreist mein Volk. Dafür stehe ich in deiner Schuld. Ich will leben, um die Schuld zurückzuzahlen. Lungore wurde von vielen gesehen. Er ist, wie sagt man, wo Menschen Steine hinbringen. Fabrik. Du musst Kriegstrupp machen,
Die Krieger zur Fabrik bringen. Fabrik, ich verstehe. Du sprichst meine Sprache besser als die meisten. Ich war in Menschenschule. Vor dem Massaker war das Sprechen eurer Worte meine Leidenschaft. Jetzt ist der Kampf meine einzige Leidenschaft. Zerstöre Fabrik. Das wird ein großer Sieg über die Tatut sein. Du bist wahrhaftig Nam Samsiyu, eine große Kriegerin. Lungurei, er will dich sehen. Der Weg der Weiden wird dich zu ihm führen. Hier müssen wir uns trennen. Du hast mich mit deinem Kampf geehrt, Traumwandlerin. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich werde Kunde von deinen Taten verbreiten. Ivan Gao, folge dem Weg der Weiden, den Lungurei schuf. Er sollte dich zu ihm führen. Eine Menschenfrau, die keine Menschenfrau ist, und eine Navi, die keine Navi ist, du bist ein Rätsel. Nein, ein Teil von Ivas Rätsel. Ich sehe dich, Traumwandlerin. Hi. Ja, hi. Warum wanderst du in meinen Träumen? Lange hast du nach mir gesucht, doch bin ich es, der dich sucht. Ja, ja, ja. Dafür wirst du als erstes den Splitter brauchen. Finde die Energiesteine. Ja, Iva wird sie dir geben. Apropos, Iva ist kurz davor, Prügel zu beziehen. Wir müssen einen dieser heiligen, stillgelegten Seelenbrunnen finden. Verstehst du? Srane, Srane, suche nach den vergessenen Liedern. Nur dann wirst du den Vitraya Ramunong finden. Zuerst will ich die Splitter brauchen. Wir werden sie auf der Weidenlichtung finden. Aber viele Tatut sind an diesen heiligen Ort eingedrungen. Darum hat Iva dich zu mir geschickt. Sie lassen uns keine Wahl. Drei Splitter, finde sie. Wir müssen uns ihre Energie leihen. Ah, Silzan, die drei Splitter. Das hast du gut gemacht. Aber ich warne dich, wir werden viele Lieder brauchen. Eine Weide ist nur der Anfang der Reise. Ja, ja, ja. Ich werde nun dieses Lied einsammeln. Was machst du da? Wir müssen baumharmonische ziehen. Splitter mit Baum verbinden. Helfen harmonische finden. Harmonische hilft, schlafenden Seelenbrunnen zu finden. Nein! Lungurei! Er ist tot. Sie haben ihn getötet. Was sollen wir jetzt machen? Du beendest. Entziehe harmonische. Ich? Du machst wohl Witze. Ich weiß nichts über harmonische. Genug geredet. Entziehe harmonische. Du musst als erstes die Splitter platzieren. Höre ihnen zu. Sie müssen mit dem Lied übereinstimmen. Ich bin erstaunt. Lungurei sah deinen Geist. Er hat sich nicht geirrt. Silzan Aungia, das ist ein gutes Omen. Wir müssen dieses Lied zurück zum Kilotral bringen. Besprich dich mit der Sahik. Sie wird von deinen Taten wissen. Kemakto, kehre zum Kilotral zurück. Der Clan wird dir viele Lächeln schenken. Lungureis Tod bringt große Sorgen. Doch mit der Sorge kommt Hoffnung. Kann ich meinen Ohren trauen? Du hast das Lied? Ich weiß nicht wie, aber ja, ich habe die harmonische, das Lied, die Melodie, wie auch immer du es nennen willst. Iva ist dir wohlgesinnt. Bitte, sing für mich. Kann ich nicht einfach ein paar Takte summen? Sing. Sing das Lied. Zeig mir, was du gelernt hast. Das
Das hast du gut gemacht. Dies ist der erste Schritt auf unserem Pfad. Wie viele Schritte gibt es? Den Ort zu finden ist ein Schritt. Mit Iva zu sprechen ist der nächste. Dazu ist die Njave Mokri nötig, die Erststimme. Nur die Erststimme erweckt den Seelenbrunnen. Dann können alle Navi mit Iva kommunizieren. Jede Generation bringt eine Njave Mokri hervor, die unter uns wandelt. Keiner weiß, wer es ist. Du könntest es sein, ja? Immer langsam mit dem Hokuspokus. Ich bin nur Signalexpertin. Trotzdem wird der Pfad zum stillgelegten Seelenbrunnen klarer. Sprich mit Tanjala. Er wird dich zum nächsten Lied führen. Wir fliegen nach Toruk Naring. Das nächste Lied wartet. Ich höre, der Mensch Falco will dich tot sehen. Wir werden das nicht zulassen. Du bist jetzt eine von uns. Danke, Tanjala. Diese Welt kannte bisher keinen Krieg. Das darf nie wieder passieren. Auf nach Toruk Naring. Hole deine Ikran. Wir fliegen nach Toruk Naring mit Beidamo. Wir werden das nächste Lied finden. Die Menschen, sie fliehen vor uns. Das ist ein gutes Omen. Ha! Sie sammeln sich, um uns an anderer Stelle anzugreifen. Der Große könnte recht haben. Die Firma würde sich niemals zurückziehen. Ich halte das für eine größere Umgruppierung. Finden wir heraus, wo sich die Maschinen versammeln. Lass den Menschen seine Suche fortsetzen. Sie wird im Wald nicht lange überleben. Du kommst wegen der Splitter. Das muss warten. Wie ich höre, ziehen sich die Truppen zurück. Ja, aber das Himmelsvolk zerstört auf seinem Rückzug alles, selbst die Geschöpfe, die es in Käfigen eingesperrt hat. Iva weint. Damit kommen sie nicht durch. Ich werde sie aufhalten. Sei gewarnt. Manche Tiere verhalten sich wie Dämonen. Dein Volk hat sie verändert. Sie sprechen nicht mehr mit Iva. Die Tatut fliehen in Himmelsmaschinen. Zerstöre sie. Du hast hier gute Arbeit geleistet, aber jetzt musst du Beidamo aufsuchen. Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Weiß er, dass ich komme? Nein, aber er wird deine Hilfe sehr schätzen. Ja. Du! Ich. Wie kann ich dir helfen? Meine Antwort würde dir nicht gefallen. Hör zu, ob es dir nun gefällt oder nicht, ich helfe dir dabei. Srana, die Tatut beladen ihre Himmelsmaschinen mit Waffen. Sie werden keinen Nachschub zurücklassen. Das werden sie bereuen. Greifen wir an, B. Beidamo. Sie sind nicht hier. Sie sind wohl verschwunden. Keine Fragen. Konzentrier dich auf die Himmelsmaschine. Die Menschen hielten meinen Palulukan gefangen. Sie waren grausam zu ihm. Wenn wir seine Wunden heilen können, wird er an unserer Seite kämpfen. Bist du irre? Bis jetzt wollte mich jedes Palulu-Ding bei lebendigem Leib verspeisen. Er ist immer noch unser Bruder. Wir werden ihn mit Ivas Arzneien heilen. Der Wald ist voller Heilpflanzen. Bring sie mir. Sammle die Heilpflanzen. Mach den Palulukan gesund. Du hast mächtige Fähigkeiten, Traumwandlerin. Du kannst ihn jetzt reiten. Wie bitte? Er ist dir dankbar für deine Hilfe. Er wird sich bei dir revanchieren. Hab keine Angst vor ihm. Ein Thanator? Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Beidamo erwartet dich. Möge dir das Glück hold sein. Ein Tatut reitet ein heiliges Tier? Hat Iva den Verstand verloren? Ja, Schnurrhaar und ich sind jetzt Freunde. Da wäre ich mir nicht so sicher. Geh, hol deinen Steinsplitter, damit wir aufbrechen können. Die Tatut wollen mit ihren Maschinen einen Ort durchqueren, der unserem Clan heilig ist. Wir müssen sie aufhalten. Seine Schlachten sollte man sich gut aussuchen, B. Lohnt es sich, für ein Stück Land zu sterben? Sprich nicht, als würdest du verstehen. Ich will, dass du etwas tust. Sprich mit Tanjala. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Du musstest uns nicht helfen, Ryder. Deine Wahl, uns zu helfen, sagt viel über dich. Jetzt konzentrieren wir uns auf den nächsten Splitter. Ryder, du musst mein Volk verstehen. Es gibt Orte, an denen Iva stärker ist.
Falls wir einen davon verlieren, verlieren wir... Ich verstehe. Wonach suchen wir? Die Maschinen der Menschen sind groß und schwerfällig. Sie werden unsere Städte bei ihrer Flucht zerstören. Sorgen wir dafür, dass das nicht passiert. Uns fehlt nur noch ein Splitter. Sagen Sie, wohin? Du musst mit Amanti sprechen. Sie weiß es. Du musst Splitter zur Weide hinter dem Tattoo-Dorf bringen. Ein böser Ort. Dorf? Ein Lager? Warum ist es böse? Was ist im Inneren? Böse Dinge. Dämonensprecher, Tiere, die nicht sehen. Bist du sicher, dass wir es durchqueren müssen? Tanjala und Beidamo werden mit dir gehen. Ihr werdet euch gegenseitig beschützen. Die Palulukan haben keine Seele. Die Menschen haben sie genommen. Die Abscheulichkeiten müssen sterben. Hilfst du oder nicht? Tja, wenn du mich so fragst... Erledigt. Du willst dir nur einen Namen machen. Dein eigenes Volk wollte dich nicht haben, also kommst du zu uns. Hör mal, ich mache das nicht für mich. Gib eurer Sahik die Schuld. Ich tue nur, was sie mir aufgetragen hat. Glaubst du, ich habe Spaß daran? Du hast gut gekämpft, Ryder. Ich weiß, wo dein Steinsplitter lebt. Tief im Wulong-Pfad. Wulong-Pfad. Wie finde ich den? Der Weg wurde von den Navi markiert, die hier leben. Du wirst es sehen. Jetzt, Ryder. Niven, nimm das Lied. Was ist mit der Firma? Wisst ihr, warum sie sich zurückziehen? Die Tatut sammeln sich. Metallvögel füllen den Himmel. Tragen viele Menschen. Ein Sturm zieht auf. Hol das Lied. Wir müssen zum Kelutral zurückkehren. Zur Weide, Niven. Schnell, wir sind im Vorteil. Du hast gute Arbeit geleistet. In dir lebt der Geist eines Menschen. Doch du erreichst, was nur wenigen Navi gelingt. Ich versuche nur, das Richtige zu tun. Du bringst Hoffnung für die Zukunft, Kiveko. Bringen wir dieses Lied zur Sahik. Der Kampf entwickelt sich schnell. Die Menschen sind uns einen Schritt voraus. Wir müssen dieses Lied zum Kilotral zurückbringen. Unterschätze den Heimvorteil nicht, Tanjala. Ich glaube, die Chancen stehen gut für uns. Ich hoffe, du hast recht, Ryder. Die Sahik ist ungeduldig, das Lied zu hören. Sehr gut, Ryder. Du hast das Lied. Ich verstehe. Was machen die Neuzugänge hier? Die Kunde deines Erfolgs verbreitet sich. Die Hoffnung auf den Yave Mokri steigt. Auf mich? Nein, Ryder. Du bringst Neuigkeiten über den stillgelegten Seelenbrunnen. Es gibt Hoffnung, dass die Erststimme erscheinen wird. Jetzt gib mir das Lied. Sing das Lied. Iva spricht durch dich, Ryder. Gut, gut. Vitraya Ramunong wird bald gefunden werden. Ryder, Signalexpertin, was bedeutet das? Ich knacke Codes. Das war mein Beruf, das Entschlüsseln von Mustern. Warum? Selbst als Mensch siehst du, wenn andere nicht sehen. Du siehst dich selbst nicht? Du kannst nicht leugnen, was du bist, Ryder. Soll das ein Rätsel sein? Was meinst du? Gehe zu Tanjala. Lass dich von ihm zu deiner nächsten Reise führen.
Wir fliegen nach Vaeras Vidraya. Das nächste Lied wartet. Du stehst in Saik Sanumes Gunst. Sie sieht, was du vielleicht werden wirst. Die Erststimme ist eine große Ehre. Ich bin nur eine, die Lieder sammelt. In meiner Heimat nennt man das DJ. Du hörst die Lieder von Eva Rider. Schau über deinen eigenen Tellerrand. Der Wald brennt. Unsere Krieger fliehen vor den Menschen. Das sind schreckliche Nachrichten. Die RDA schießt die Weide über den Haufen. Wenn sie den stillgelegten Seelenbrunnen vor uns finden, ist es aus. Es wird Zeit, ihren Angriff zu erwidern. In Notzeiten müssen wir alles riskieren. Wir haben ein Sprichwort. Dem Mutigen gehört die Welt. Ah, das gefällt mir. Komm, versammeln wir unsere Krieger. Du musst die Splitter finden. Die Krieger hier kennen das Land besser als ich. Sie werden dich führen. Ich werde alle Krieger versammeln, die ich finden kann. Versuche, Bay zu finden. Wir könnten seine Hilfe gut gebrauchen. Beidamo sieht deine Sache nicht. Ich weiß aber, dass er hier ist. Es macht ihm Spaß, vielen Tatut die Schädel einzuschlagen. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Wenn du alle Splitter hast, treffen wir uns beim schwebenden Felsen. Du musst die drei Splitter finden. Die Krieger hier werden dich führen. Gengar, Ryder, ein gutes Omen. Das Himmelsvolk greift uns an. Wir sitzen in der Falle. Ich kümmere mich darum. Traumwandlerin, viele Navi sprechen deinen Namen. Du gibst unserer Sache Hoffnung. Du musst Fmilam finden. Sie ist unsere Heilerin. Ohne sie werden viele Verwundete sterben. Suche Fmilam. Bring sie zu uns zurück. Traumwandler, mein Glück ist gesegnet. Hilf mir, in mein Dorf zurückzukehren. Viele Navi benötigen Heilung. Ireo, Fmilam ist zu uns zurückgekehrt. Könnte es sein, dass du die Nyave Mokri, die Erststimme bist? Die Hoffnung lebt. Jetzt mal langsam. Ich bin nur eine Signalexpertin, die Steine sucht. Steine? Ja. Saru wird dir zeigen, wo. Sprich mit Saru. Danke. Steine. Hinter dem Dorf. Die Splitter sind hinter dem Dorf. Meinst du etwa das? Steine. Hinter dem Dorf. Geh. Verstanden. Mach's gut. Ryder, du sollst sehr fähig sein. Gibt es in der Nähe einen Splitter? Ein Splitter? Ja, unweit des östlichen Dorfs. Du musst helfen. Menschen haben uns angegriffen. Viele sind gestorben. Es tut mir leid. Es ist noch nicht zu spät. Geh, finde Oloniwin. Er wird dir helfen. Es ist noch nicht zu spät. Geh, finde Oloniwin. Er wird dir helfen. Willkommen im Ostdorf. Wir brauchen deine Hilfe. Der große älteste Oloniwin ist gefallen. Such die Pflanzen der Heilung schnell, ehe er auf ewig zu Iva zurückkehrt. Nichts für ungut, aber hier liegen viele im Sterben. Ich kann mehr von deinen Leuten retten, wenn ich... Oloniwins Leute sind versprengt. Wenn er stirbt, schließen sie sich nie zusammen. Wir müssen ihn retten. Sammle die Heilpflanzen. Wir müssen Oloniwin heilen. Danke, Traumwandlerin. Durch das Retten eines Lebens hast du viele gerettet. Ich schulde dir mein Leben. Aber ich muss dich um noch mehr bitten. Meine jungen Jäger sind töricht. Sie sind wütend losgezogen, um den Feind anzugreifen. Man wird sie in Stücke reißen. Du musst sie aufhalten. Suche Raltau. Er wird auf dich hören. Wir werden die Splitter finden, die du suchst. Du musst gehen. Suche unsere Jäger. Überzeuge sie, umzukehren. Sprich mit dem besten Jäger. Mit Raltau. Er wird auf dich hören. Unser Kampf ist sinnlos. Ohne Oloniwin haben wir keine Chance, die Tatut zu besiegen. Oloniwin ist am Leben. Er befiehlt deine Rückkehr. Oloniwin ist am Leben? Wie kann das sein? Du musst zu deinem Clan zurück. Gemeinsam seid ihr stärker. Srane, wir kommen wieder. Du hast uns Hoffnung gegeben, Traumwandler. Ich sorge dafür, dass Oloniwin von deiner Rückkehr weiß. Kehre zu Oloniwin zurück. Berichte ihm, was du für uns getan hast. Du hast viel für unseren Clan getan. Wir stehen dir zur Seite, Traumwandler. Du hast unsere jungen Jäger gerettet.
Dafür bringe ich dir gute Neuigkeiten. Wir haben einen Splitter gefunden. Wir haben ihn im Osten ausgemacht. Nimm dich vor dem Feind in Acht. Ihre Zahl ist größer geworden. Alles klar. Ich verstehe. Du gibst uns Hoffnung, Ryder. Meine jungen Krieger kämpfen in deinem Namen. Such den Splitter im Norden. Du schnell finden. Auf diesem Weg Gefahr. Viel Gefahr. Viele Tote. Viele Tatut. Du gehen, du sterben. Hauptsache Bedamo ist am Ende glücklich. Der Splitter ist im Norden. Kein Lächeln für dich. Bedamo will dich tot sehen, Traumwandlerin. Du hast viele Menschen getötet. Viele Tatut werden nie in den Himmel zurückkehren. Suche deine Ikran auf. Kehre zur Zahik-Senume zurück. Anscheinend glaubst du endlich, dass ich etwas wert bin. Dein Wert besteht darin, deine eigenen Leute zu töten. Das ist alles. Wenn die Menschen fort sind, werde ich dich nicht mehr brauchen. Geh nun. Töte, was getötet werden muss. Und wie sollen wir das machen? Du wirst tun, was ich dir sage. Wehre die Feinde ab. Sa'u, auf in den Kampf. Töte, was getötet werden muss. Du hast unser Volk beschützt. Wir sind im Vorteil. Jetzt treiben wir den Angriff voran. Die Tatut verstecken ihre Waffen in einer Höhle ganz in der Nähe. Bevor wir angreifen können, müssen die Wächter fortgelockt werden. Ich glaube nicht, dass du es kannst, aber wir haben niemand anderen. Ich kümmere mich darum. So sei es. Solltest du dabei sterben, wird es viele meiner Probleme lösen. Geh zur Höhle! Du musst einen Weg finden, die Menschen abzulenken! Geh zur Höhle! Du musst einen Weg finden, die Menschen abzulenken! Meine Krieger haben die Splitter gefunden, die du suchst. Geh nach Norden! Beeil dich! Danke, Bedamo. Dein Volk wird dir den Splitter nicht kampflos überlassen. Dann kämpfe! Der Splitter ist im Norden. Töte alle Menschen, die sich dir in den Weg stellen. Die Kunde von deinen Taten eilt dir voraus. Gut gemacht, Traumwandlerin. Danke, Tanjala. Wir haben es fast geschafft. Eile jetzt zur Weide. Du musst das Lied holen. Ich werde bald mit Ikran zurückkehren, damit wir nach Hause reiten können. Hast du das Lied? Ja, ja! Nichts wie weg von hier! Dieser Ort fliegt gleich in die Luft! Wir müssen zum Kilutral zurück. Nimm deine Ikran. Wir reiten. Die Hoffnung für unseren Clan wächst. Wir sind kurz davor, den verlorenen Seelenbrunnen zu sehen. Berichte, was Iva dir mitgeteilt hat. Ich hoffe, wir kommen ihm näher. Wenn wir ihn nicht bald finden, wird dieser Planet dem Erdboden gleichgemacht. Der Wald wird heilen und die Herzen der Leute ebenfalls. Doch jetzt, bitte, das Lied. Singe das Lied von Iva. Viele aus dem Volk glauben an dich, aber trotzdem fürchten einige den Tatut-Geist in dir. Lass mich raten, Bedamo. Er gibt dir für vieles die Schuld. Er sieht dich nicht, er sieht nur Tod. Suche nun Tanjala. Lass dich von ihm zu deiner nächsten Reise leiten. Ein Lied fehlt noch. Jetzt reist du nach Xanitar. Besorge das letzte Lied. Sei vorsichtig. Bedamo ist dabei, die Hoffnung aufzugeben. Falls du scheiterst, wird er sich gegen dich stellen. Mit Bay werde ich fertig. Sein Problem, wenn er nicht sieht, dass wir auf derselben Seite stehen. Sei auf der Hut. Viele glauben, du wärst die Nyave Mokri. Bedamo glaubt das nicht. Er schärft seinen Speer. Verbinde dich mit deiner Ikran. Es bleibt noch ein letztes Lied. Wir fliegen nach Xanitar. Ich habe nicht aufgegeben. Wo ist der Splitter? Im Osten, wo eine Himmelsmaschine abgestürzt ist. Geh, geh mir aus den Augen. Reaktion.
Du lebst. Hast du deinen Splitter? Ich bin mir nicht sicher. Habt ihr gehört? Die Erststimme ist nicht sicher. Wie können wir verlieren? Die Tatut untersuchen im Westen einen Splitter. Es reicht, Bedamo. Diese Lieder sind unsere einzige Überlebenschance. Du bist ein Dämon. Wie kommt es, dass du lebst, wenn so viele andere sterben? Pass auf. Ich muss dir etwas... Wir müssen die Gefallenen rächen. Zau, wir greifen an. Wir treffen uns an der Basis. Verflixt. Jetzt vertreiben wir die Tatut von unserem Land. Sie sollen für jene bezahlen, die sie uns genommen haben. Der Tod entwischt dir nicht ewig. Stellen wir dein Glück auf die Probe. Der letzte Splitter ist hinter Tatut-Mauern. Die Taljoang müssen angerufen werden, um den Zaun zu durchbrechen. Taljoang sind nicht gerade freundliche Tiere. Ignoranter Mensch. Eine Stampede ist mächtiger als der mächtigste Fluss. Wieder überlistest du den Tod. Nur ein Dämon hat solches Glück. Iva wird dich bestrafen. Nimm dein Lied. Keiner von meinen Kriegern darf mehr fallen. Werd's versuchen. Worauf wartest du? Hol das Lied. Es ist Zeit. Ich habe die Splitter nicht. Was? Die Menschen wissen, was wir vorhaben. Sie haben die Splitter zerstört. Du wusstest? Du hast uns umsonst den Tod geschickt? Nein! Ich glaube, ich schaffe es trotzdem. Du bist tot, Mensch! Ich werde es schaffen! Wir müssen dieses Lied zur Zahik Senume zurückbringen. Du sprachst als Erststimme, Ryder. Doch ich wollte nicht hören. Eines Tages werde ich für alle Schwierigkeiten, die ich dir bereitet habe, bezahlen. Weißt du was? Wenn wir den heutigen Tag überleben, geht das Bier auf mich. Wenn dies nötig ist, so sei es. Beeilen wir uns. Die Menschen werden bald merken, was vorgefallen ist. Wir müssen zum Kelotral zurück. Endlich, Ryder. Schlechte Nachrichten verbreiten sich im Wald. Die Tatut versammeln sich. Viele glauben, sie hätten den verlorenen Seelenbrunnen gefunden. Hast du das letzte Lied? Ich glaube schon. Irgendwas ist vorgefallen. Ah, ja. Ich sehe die Veränderung in dir. Ich sehe den Niave Mokai, die Erststimme, die wir gesucht haben. Ich verstehe nicht, wie. Das musst du auch nicht verstehen. Schnell jetzt. Singe das letzte Lied, um den schlafenden Seelenbrunnen zu enthüllen. Singe das letzte Lied und Iva wird den schlafenden Seelenbrunnen enthüllen. Ist er, der vergessene Seelenbrunnen. Das hast du gut gemacht. Großartig. Und jetzt? Nicht wir, sondern du. Du bist in Niave Mokri. Nur die Erststimme kann den Seelenbrunnen erwecken. Und wie soll ich das anfangen? Oh, so viele Fragen. Vertraue dir selbst.
Geh jetzt. Ein Mensch wartet am Kelutral auf dich. Sie bringt Neuigkeiten. Sprich mit ihr, aber schnell. Der Seelenbrunnen ruft nach dir. Kendra! Wow, Ryder, Sie sehen jetzt wirklich wie ein echter Navi aus. Was machen Sie hier? Ich bin wegen Falco hier. Er hat den stillgelegten Brunnen gefunden. Ich weiß. Sie müssen schnell handeln. Falco hat einen Drachen zum Brunnen geschickt. Er wird den Emulator auf den Seelenbrunnen werfen. Ryder, der Emulator ist instabil. Die wahre Erststimme muss den Brunnen vor Falco aktivieren. Apropos Erststimme. Anscheinend bin ich das. Sie? Okay, Sie schaffen es. Ich kümmere mich darum, Kendra. Ich muss Tanjala finden. Beeilung, Tanjala weiß, was zu tun ist. Niave Mokri, es ist mir eine Ehre, mit dir zu reiten. Schon gut, Partner. Ich bin immer noch dieselbe. Legen wir los. Besteige dein Ikran. Wir reiten zur Gaolite. Was ist mit dem Tantas? Gaolite. Ich erkläre es unterwegs. Nun, der Seelenbrunnen ist also in Tantas. Und wir sind unterwegs nach Gaolite. Sagst du mir, warum? Gaolite führt nach Tantas. Doch Weg ist versperrt. Versperrt? Von was? Tatut, sei bereit. Der Kampf kommt. Ich erkunde Fahrt. Du folgst Navi zu Beldamo. Er wartet auf deine Hilfe. Wir sind nah. B, steht ein Kampf an oder was ist hier los? Die Tatut halten den Pass nach Tantas. Wir müssen ihre wichtigsten Kommandanten angreifen und ihre Truppe ins Chaos stürzen. Die Frontsoldaten werden dann nicht wissen, was sie tun sollen. Woher weißt du so viel über die menschliche Taktik? Ich habe dein Volk studiert. René Harper gab mir ein Buch, um deine Sprache zu üben. Sun Tzu, ich lernte viel. Wo können wir am meisten anrichten? Wir werden gemeinsam mit den stärksten Navi-Kriegern kämpfen. Geh zu ihnen, sie werden deine Opfer kennzeichnen. Viel Boom hier. Ein Tatut namens Batista tötet viele Navi mit Boom Boom. Batista? Aha, der Boom Boom Kerl. Großartig. Viele Navi sterben. Du musst den Batista aufhalten. Oder Angriff wird scheitern. Geh, töte Batista. Der Batista muss aufgehalten werden. Okay, geh. B, steht ein Kampf an oder was ist hier los? Die Tatut halten den Pass nach Tantas. Wir müssen ihre wichtigsten Kommandanten angreifen und ihre Truppe ins Chaos stürzen. Die Frontsoldaten werden dann nicht wissen, was sie tun sollen. Woher weißt du so viel über die menschliche Taktik? Ich habe dein Volk studiert. René Harper gab mir ein Buch, um deine Sprache zu üben. Sun Tzu, ich lernte viel. Wo können wir am meisten anrichten? Wir werden gemeinsam mit den stärksten Navi-Kriegern kämpfen. Geh zu ihnen, sie werden deine Opfer kennzeichnen. Viel Boom hier. Ein Tatut namens Batista tötet viele Navi mit Boom Boom. Batista? Aha, der Boom Boom Kerl. Großartig. Viele Navi sterben. Du musst den Batista aufhalten. Oder Angriff wird scheitern. Geh, töte Batista. Der Batista muss aufgehalten werden. Hey, geh. Der Batista lebt nicht mehr. Das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Du hast mich wieder verblüfft. Viele glaubten nicht, dass Winslow getötet werden kann. Jetzt werden wir unseren Angriff vorantreiben. Unser Angriff hat keinen Erfolg. Unsere Speere und Pfeile können dem Metalldämonen nichts anhaben. Lassen Sie mich raten. Ein MPA? Der Tatut, der Savoy heißt, trägt eine Haut aus Metall. Er hält unseren Angriff auf wie Wasser das Feuer. Der Quartiermeister? Er hat wohl die beste Ausrüstung für sich selbst aufgehoben. Das wird spannend. Savoy muss aufgehalten werden. Das ist deine Aufgabe. Wir müssen Tantas erreichen. Töte die Tatut-Kommandanten, damit die Soldaten abziehen. Du hast Savoy und seine Dämonenhaut vernichtet. Du bringst unserem Volk Hoffnung. Tantas erwartet dich. Steige auf deine Ikran und reite dorthin. Es ist Zeit, dass die Niave Mokri ihre Reise vollendet. Den Seelenbrunnen aufwecken und Pandora retten. Ah!
Ryder, Amanti wartet im Dorf auf dich. Durch die Höhle. Los! Schnell! Keine Zeit! Zum Dorf! Alle Hoffnung ruht auf dir. Wir sagen nein. Sie werden nicht von Iva nehmen. Das lassen wir nicht zu. Beschütze, was uns gehört, Ryder. Wir werden diesen Tag nicht vergessen. Lieder werden von Ryder berichten. Du musst einen Weg finden, zum Seelenbrunnen zu gelangen. Iva muss die Gefahr verstehen, damit sie kämpfen kann. Du kannst nicht zu Fuß zum Seelenbrunnen gehen, Ryder. Du musst fliegen. Zum Teufel warst du? Erststimme. Braucht keine Zweitstimme. Das ist erst der Anfang, Tanjala. Es werden noch mehr Menschen kommen. Wenn mehr wie du sind, besteht Hoffnung. Vorbereiten. Ein Sturm kommt auf. Ein Stein fliegt besser als du!
Na los.
Das hätten wir. Ich tu dir nichts. Bin getroffen! Ein Attrag! Haltet sie auf Distanz! Feuer! Feuer! Ich geb dir Deckung! Das hätten wir.
Leider. Amantis Krieger sind unter uns. Finde Amanti. Sie ist weise und mächtig. Wir sehen uns später. Viel Glück, Tanjala. Adlamolu. Kolapo. Ketchen Kilvenilin. Potrun. Na los, Kumpel. Gehen wir. Lauf!
Das hätten wir. Erzählen Sie mir was Schönes. Leider nicht. Falco ist völlig paranoid. Seine ganze Fremdenarmee ist hinter ihnen her. Großartig. Sonst noch Erfreuliches? Ja, dieser Apparat, den Sie bauen, er ist eine Zeitbombe. Falco darf nicht in die Nähe des Seelenbrunnens gelangen. Ich werde hier mein Bestes geben. Kendra, Ende. Thank you.
Vorsicht! Ganz ruhig. Gehen wir.
Venilin. Verbrut! Ich muss nachladen! Ja. Bist du noch da? Ich glaub schon. Du bist ein Dämon. Wie kommt es, dass du lebst, wenn so viele andere sterben? Pass auf. Ich muss dir etwas... Wir müssen die Gefallenen rächen. Zhao, wir greifen an. Wir treffen uns an der Basis. Verflixt. Oder Welt. Sie haben die Wahl. Ich weiß nicht, ob ich sie wieder kontaktieren kann. Falco ist mir vielleicht auf der Spur. Ich muss los. Viel Glück. Wieder überlistest du den Tod. Nur ein Dämon hat solches Glück. Eva wird dich bestrafen. Nimm dein Lied. Keiner von meinen Kriegern darf mehr fallen. Werd's versuchen. Worauf wartest du? Hol das Lied. Es ist Zeit. Ich habe die Splitter nicht. Was? Die Menschen wissen, was wir vorhaben. Sie haben die Splitter zerstört. Du wusstest? Du hast uns umsonst den Tod geschickt? Nein, ich glaube, ich schaffe es trotzdem. Du bist tot, Mensch. Ich werde es schaffen. Wie?
Wir müssen dieses Lied zur Zahik Senume zurückbringen. Du sprachst als Erststimme, Ryder. Doch ich wollte nicht hören. Eines Tages werde ich für alle Schwierigkeiten, die ich dir bereitet habe, bezahlen. Weißt du was? Wenn wir den heutigen Tag überleben, geht das Bier auf mich. Wenn dies nötig ist, so sei es. Beeilen wir uns. Die Menschen werden bald merken, was vorgefallen ist. Wir müssen zum Kelotral zurück. Endlich, Ryder. Schlechte Nachrichten verbreiten sich im Wald. Die Tatut versammeln sich. Viele glauben, sie hätten den verlorenen Seelenbrunnen gefunden. Hast du das letzte Lied? Ich glaube schon. Irgendwas ist vorgefallen. Ah, ja. Ich sehe die Veränderung in dir. Ich sehe den Yave Mokai, die Erststimme, die wir gesucht haben. Ich verstehe nicht, wie. Das musst du auch nicht verstehen. Schnell jetzt. Singe das letzte Lied, um den schlafenden Seelenbrunnen zu enthüllen. Singe das letzte Lied und Iva wird den schlafenden Seelenbrunnen enthüllen. Der vergessene Seelenbrunnen, das hast du gut gemacht. Großartig. Und jetzt? Nicht wir, sondern du. Du bist in Yave Mokri. Nur die Erststimme kann den Seelenbrunnen erwecken. Und wie soll ich das anfangen? Oh, so viele Fragen. Vertraue dir selbst. Geh jetzt. Ein Mensch wartet am Kelotral auf dich. Sie bringt Neuigkeiten. Sprich mit ihr, aber schnell. Der Seelenbrunnen ruft nach dir. Konzentrier dich, Ryder. Wow, Ryder, Sie sehen jetzt wirklich wie ein echter Navi aus. Was machen Sie hier? Ich bin wegen Falco hier. Er hat den stillgelegten Brunnen gefunden. Ich weiß. Sie müssen schnell handeln. Falco hat einen Drachen zum Brunnen geschickt. Er wird den Emulator auf den Seelenbrunnen werfen. Ryder, der Emulator ist instabil. Die wahre Erststimme muss den Brunnen vor Falco aktivieren. Apropos Erststimme. Anscheinend bin ich das. Sie? Okay, Sie schaffen es. Ich kümmere mich darum, Kendra. Ich muss Tanjala finden. Beeilung! Tanjala weiß, was zu tun ist. Yave Mokri, es ist mir eine Ehre, mit dir zu reiten. Schon gut, Partner. Ich bin immer noch dieselbe. Legen wir los. Besteige dein Ikran. Wir reiten zur Gaolite. Was ist mit dem Tantas? Gaolite. Ich erkläre es unterwegs. Nun, der Seelenbrunnen ist also in Tantas. Und wir sind unterwegs nach Gaolite. Sagst du mir, warum? Gaolite führt nach Tantas. Doch Weg ist versperrt. Versperrt? Von was? Tatut, sei bereit. Der Kampf kommt. Ich erkunde Fahrt. Du folgst Navi zu Beidamo. Er wartet auf deine Hilfe. Wir sind nah. B, steht ein Kampf an oder was ist hier los? Die Tatut halten den Pass nach Tantas. Wir müssen ihre wichtigsten Kommandanten angreifen und ihre Truppe ins Chaos stürzen. Die Frontsoldaten werden dann nicht wissen, was sie tun sollen. Woher weißt du so viel über die menschliche Taktik? Ich habe dein Volk studiert. René Harper gab mir ein Buch, um deine Sprache zu üben. Sun Tzu, ich lernte viel. Wo können wir am meisten anrichten? Wir werden gemeinsam mit den stärksten Navi-Kriegern kämpfen. Geh zu ihnen. Sie werden deine Opfer kennzeichnen. Viel Boom hier.
Ein Tatut namens Batista tötet viele Navi mit Bum Bum. Batista? Aha, der Bum Bum Kerl. Großartig. Viele Navi sterben. Du musst den Batista aufhalten. Oder Angriff wird scheitern. Geh, töte Batista. Der Batista muss aufgehalten werden. Okay, geh. Ryder, deine Fähigkeiten werden wieder benötigt. Ein Kommandant namens Winslow führt die Menschen an. Er führt sie mit seinen Worten. Bring ihn zum Schweigen. Ich schau mal, was ich tun kann. Du musst es tun. Unser Angriff scheitert. Du musst dein Ziel erreichen. Winslow muss aufgehalten werden. Beeil dich. Unser Angriff scheitert. Der Batista lebt nicht mehr. Das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Na los, Kumpel. Du hast mich wieder verblüfft. Viele glaubten nicht, dass Winslow getötet werden kann. Jetzt werden wir unseren Angriff vorantreiben. Unser Angriff hat keinen Erfolg. Unsere Speere und Pfeile können dem Metalldämonen nichts anhaben. Lassen Sie mich raten. Ein MPA? Der Tatut, der Savoy heißt, trägt eine Haut aus Metall. Er hält unseren Angriff auf wie Wasser das Feuer. Der Quartiermeister? Er hat wohl die beste Ausrüstung für sich selbst aufgehoben. Das wird spannend. Savoy muss aufgehalten werden. Das ist deine Aufgabe. Wir müssen Tantas erreichen. Töte die Tatut-Kommandanten, damit die Soldaten abziehen. Gehen wir. Thank you.
hast Savoy und seine Dämonenhaut vernichtet. Du bringst unserem Volk Hoffnung. Tantas erwartet dich. Steige auf deine Ikran und reite dorthin. Es ist Zeit, dass die Niave Mokri ihre Reise vollendet. Den Seelenbrunnen aufwecken und Pandora retten. Amanti wartet im Dorf auf dich. Durch die Höhle. Los! Schnell! Keine Zeit! Zum Dorf! Feindgesichter! Greifen wir sie an! Mach sie fertig! Ich bin dabei! Halt sie unter Beschuss! Was war das? Sind sie in der Feind? Ich darf sie nicht sein! Hört auf! Alle Hoffnung ruht auf dir. Wir sagen nein. Sie werden nicht von Iva nehmen. Das lassen wir nicht zu. Beschütze, was uns gehört, Ryder. Dort drüben! Und weiter! Ah.
Geschütz, sofort! Kriegst du noch ich nicht? Ich rühre mich nicht! Drohnengeschütz hier, ich gehe in Deckung! Wir werden diesen Tag nicht vergessen. Lieder werden von Ryder berichten. Du musst einen Weg finden, zum Seelenbrunnen zu gelangen. Eva muss die Gefahr verstehen, damit sie kämpfen kann. Du kannst nicht zu Fuß zum Seelenbrunnen gehen, Ryder. Du musst fliegen. Noch alle um.
zum Teufel warst du? Erststimme. Braucht keine Zweitstimme. Das ist erst der Anfang, Tanjala. Es werden noch mehr Menschen kommen. Wenn mehr wie du sind, besteht Hoffnung. Vorbereiten. Ein Sturm kommt auf.